Hallo ihr Lieben, ich will mich wieder mal melden. Ich stehe hier in Bad Elster und hinter mir ist da das Badecafé. In diesem Haus habe ich sage und schreibe 23 lange Jahre lang als Gina auf der Bühne gestanden. Und wäre ich nicht krank geworden, wären es mittlerweile 25 lange Jahre gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, es ist eine sehr emotionelle Sache gewesen, wieder heute mal hierher zu kommen, hierher zu fahren. Wir haben mit der Chefin gesprochen, mit dem Personal gesprochen. Es ist schön, nach der langen Zeit alle mal wiederzusehen. Macht aber auch sehr traurig. Nichtsdestotrotz, ich möchte euch nur kurz mitteilen, mir geht's soweit gut. Ich kann wieder laufen. Es ist wirklich alles einigermaßen gut. Meine Kondition ist natürlich immer noch eine sehr, sehr schwache. Aber ich arbeite dran, sagen wir mal so. Im Januar, wie gesagt, am 12. Januar geht es weiter mit Chemotherapie. Das heißt, dann war alle Bemühungen wieder hinüber und ich fange wieder bei Null an. Aber dranbleiben ist alles. Und ihr wisst, ich habe euch ja erzählt, ich bin an einem Stand in meiner Krankheit angekommen, wo keiner geglaubt hätte, dass ich das jemals erreichen könnte, dass es mir jemals so gut gehen könnte. Und ich werde dranbleiben, ich werde daran arbeiten und ich gebe nicht auf. Ich wünsche euch allen schon mal von ganzem Herzen eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Und wie ich es auch schon seit einigen Jahren immer wieder sage und auch gerne schreibe und es wirklich war, es geht bei Weihnachten nicht um die Geschenke. Es geht darum, sich Zeit zu schenken, füreinander da zu sein und manchmal auch nur am Telefon oder in Gedanken einfach füreinander da sein. Das ist das Allerwichtigste. Die Geschenke, das ist nur Nippes. Das kann sich jeder selbst kaufen. Aber das Leben und die Liebe und die Freundschaft, das kann man nicht bezahlen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Alles Liebe, alles Gute und ich denke, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut.